Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Ich weiß nicht, welcher Part. Müsste um die 50 rum sein? Keine Ahnung. Ja, ich habe alleine ein bisschen weiter gespielt, beziehungsweise ich habe ein bisschen wieder gelevelt. Habe ein paar Seelensteine gesammelt und bin jetzt so ausgerüstet. Fernkampf 41. Könnt ihr alles sehen. Habe ich doch schon 53. So ein bisschen alle meine Handwerkspunkte ausgegeben, noch 14 Lernpunkte. Und ich habe sehr viel Alchemie gemacht. Ich habe jetzt 4200 Geld. Habe nicht mehr allzu viele Zutaten, aber dafür habe ich super viele Tränke gemacht und super viele Tränke verkauft. Habe die auch ziemlich doll geskillt. Das heißt, ich habe Level dazugegeben, beziehungsweise nicht Level dazugegeben, sondern ich habe ziemlich viele Level. Dieses Haus, ey, dieses Haus. Ich glaube, wir geben uns mal hier hin. Weil ich da mal hin möchte. Unbedingt. Einfach nur ein bisschen zu leveln. Wir können ja ein bisschen Zeit totschlagen, bis wir wieder zum Orden müssen. Wie schon gesagt, ich habe ein bisschen Alchemie gemacht und sehr viele Sachen verkauft. Ich habe sehr viele Tränke, also Zutaten, zufälligerweise zusammengemischt und habe dabei Getränke, beziehungsweise halt Getränke, Tränke zusammengemischt, die irgendwie so für 400 Gold verkaufbar sind, also ziemlich nice. Was bist du denn? Bist ja süß. Ich töte dich nicht. Eigentlich töte ich alles, aber dich nicht. Weil du bist süß. Eine Höhle. Wo ist die Höhle? Ah, Grubenzuflucht. Gehen wir mal rein. Wir haben ja sowieso nichts zu tun. Ihr merkt, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Haben wir heute auch den neuen Sammelschuber von Attack on Titan geholt. Alter, wie gut. Neuer Sammelschuber. Der dritte. Bis Band 15, glaube ich. Boah! Ich wusste nicht, dass da welche sind. Alter, ist das schön. Ich wusste gar nicht, dass da hier ein Gang ist. Boah. Also dieses Lichtsystem, dass man nur im Dunkeln halt mehr oder weniger versteckt ist, ist schon geil gemacht. Ei. Schön. Geschwickt mit Pfeilen. Tut mir leid, dass ich hier so oft huste. Ich versuche das, glaube ich, irgendwie rauszuschneiden. Ich glaube, mir geht das irgendwie ziemlich sehr auf den Sack. Welche immer hören musste in irgendeinem Let's Play. Aber ihr müsst sie hören, nicht ich. Ha! Spasten. Roter Apfel. Ja, irgendwie haben die Banditen hier nicht mehr so schön. Manche Banditenhöhlen sind echt schön, aber hier ist echt hässlich. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die ist nicht so hübsch. Leer. Silber! Nehmen wir mit. So, ich müde mich jetzt einfach immer, wenn ich richtig fett husten muss. Bin so mitten im Gespräch. Tüt! Du bist tot. Silbererz. Ich muss mir gleich unbedingt einen Kaffee machen. Ich bin gerade relativ müde. Ich habe nicht viel geschlafen. Wenig. Scheiß Flusskrabben. Aber ich finde lustig, dass in Enderal ziemlich oft diese imposante Königskrabben sogar. Dass in Enderal ziemlich oft diese ganz normalen Höhlen Zugang zum Meer haben oder zum Wasser auf jeden Fall.
Wie hier zum Beispiel gerade. Ei. Tot. Nach Herzland. Nach Herzenslust ist dort ein Land, das sei mir sehr bekannt. Das Herzland hieß es. Wunderbar. Und ich schieß dir in deinen A. Next. Korund? Korund. Brauche ich gerade nicht. Würde nur mein Inventar schwer machen. Silber und Gold nehme ich immer mit. Kann man super verkaufen. Aber Korund, wir bauen ja irgendwie im Moment nicht besonders viel, weil wir ja nichts finden, was wir bauen können. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich bereuen, dass ich das nicht mitgenommen habe. Aber dieser Tag ist nicht jetzt. Zwei super Sachen. Ah nee, es ist nur Quecksilber. Das hat mich schon wieder nicht gemutet. Mannertrank ranzig. Lecker. Wilder Lauch. Ich hätte natürlich ja jetzt raufgehen können und mich ein bisschen scouten. Aber ja, eigentlich glaube ich, weiß ich schon, was da alles ist. Da ist ja die Bauernküste, wo wir waren. Ich will auch mal die Nebenquests machen, aber irgendwie sind die ganzen Nebenquests so hart. Ich versuche trotzdem mal so ein bisschen da lang zu laufen. Ja, wenn ich sowas halt auf dem Weg sehe, dann nehme ich das halt mit. Bienen und Bienenwachs. Beziehungsweise das ganze Bienennest nehme ich einfach mit. Fett. Endera ist echt hübsch, muss man sagen. Kann man sagen, was man will gegen dieses Spiel, aber hübsch ist es. Und Wölfe greifen mich mitten an. Ist wie ein Hase. Die greifen mich zum Glück noch nicht an. Wie meine Kollegin einfach die ganze Zeit auf diesen fucking Dings raufgehauen hat. Den armen Fuchs. Das war voll krank, Mann. Wer macht denn sowas? Nicht normal. Der arme kleine Fuchs, Mann. Alles scheiße. Ich finde schade, dass man Sachen nicht einschmelzen kann, wie Silberplatten. Zu echten Silber dann. Irgendwie so 5 Silberplatten. Wären dann ein Dings. Das wäre Hammer. Muss ich hier überhaupt lang? Da muss ich lang. Lokomoko mit Riesenpop. Latina mit Riesenpop. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Noch mehr Linde Beach. Im Festival haben die das immer gesucht. Von Annemai Kanterei. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir so leid, Pocahontas. Ich esse noch mehr Krustenbrot. Sollte ich jetzt eigentlich Lebensregeneration haben? Ich sehe davon aber nichts. Ich denke, ich bin immer noch im Kampf. Irgendwie. Ich dachte gerade, hier wären Wölfe. Da geht's also wieder zum Dunkelwald. Eigentlich sollte ich, wenn ich den betrete, meine Karte rausholen, beziehungsweise nicht meine Karte, sondern mein, wo ich die ganzen Sachen befinde. Wo meine ganze Rüstung ist. Ich glaube, das machen wir gleich. Bis denn. Ja, bis gleich. So, hab gerade meine fette Liste gestartet. Ein Fasan. Bisschen aus wie ein Doro. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier der Flüsterwald ist. Oder das Düstertal. Was bist du?
Alter, ist das schön hier. Ich liebe diesen Wald. Der ist so schön gruselig. Pack-Pack töten. Können wir gleich machen. Ritualplatz. Grenze des Herzlandes. Steht leider nirgendwo. Hätte ich mir mal den Namen gemerkt, ey. Die kann ich ganz bestimmt nicht mitnehmen. Also, die hier. Nee. Alter, dieser Typ, der hier auf die Leiche eingehackt hat, das war so geil, ey. War so schön gruselig. Ah, geh doch. Nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Leuchtturm von Brandenfels, Nebelwacht, Grimmlichtstollen, Versteck, nicht eingezeichnet westlich des Ritualplatzes, verlassene Lagerhütte, Keller. Norden, Osten, Süden, Westen, hier irgendwo muss es sein, okay. Aber wir wollen ja auch Pack-Pack töten. Aber hier ist auch eine Hütte eingezeichnet, da würde ich auch. 34%, weil ich zu nah an dem Diamanten war. Ah. Da ist die Hütte. Ja, beziehungsweise eine Hütte. Da fuhr Grell. Nee, ein Arp. Wie komme ich eigentlich auf Grell? Mein Wolf hat den schon gekillt, den einen. Der ist ja schnell gestorben. Durch was? Ich hab den ja nicht so abgeschossen. Ich glaube, hat mein Bär vielleicht einen Zauber gewirkt. Kann mein Bär sowas? Kannst du sowas, Bär? Runenschwert. Ich mag meinen Bären. Wenn man alleine questen müsste mit Bogenschützen, wäre das echt hart. Aber ein Glück habe ich meinen Bären, der mir meine Pfeile klaut. Und ich krieg wieder Runenpfeile. Schön. Die Musik ist hier auch krank. Ein Bohrer. Warum liegt hier ein Bohrer rum? Achso, ich dachte, er würde angegriffen werden. Aber irgendwie ist gut. Alter! Erhöht die Ausdauer um 30. Also ein bisschen. Band 3. Gegorene Ziegenmilch. Präische Stiefel. Wert 65. Bisschen schwer dafür, aber wir nehmen sie ja trotzdem mal mit. Ich habe natürlich nur nochmal beschworen, weil der weg musste. Weil ich nicht weiterkam. So, ich versuche mal Pack-Pack zu töten, beziehungsweise gehe mal in seine Richtung. Und dann gehe ich mal... Eiterkäfer-Eier. Das hört sich super eklig an, schon dieses Wort. Dann versuche ich mal meine Nordrüstung weiter zusammenzustellen, indem ich nämlich... Ich habe den nicht gesehen. Indem ich mal westlich des Ritualplatzes nachgucke nach dieser Hütte. Das sieht aus wie der Film mit der Hütte im Wald. Mein Texas Chainsaw Massacre? Nein, der Film mit der Hütte im Wald. Lost. Nein, der Film mit der Hütte im Wald. Resident Evil? Nein, der Film mit der Hütte im Wald. Alter. Ich liebe diesen Zauber. Ich liebe ihn so sehr, ey. Ich brauch davon unbedingt. Den muss ich unbedingt weiter skillen. Weil er so geil ist. Ich muss alles skillen, was mit Bogen zu tun hat, weil die alle, diese ganzen Zauber sind so geil. Das ist ja ein richtiges Eiterkäfernest hier. Ein Glück habe ich meinen Bären, ey. Oh, ich habe jetzt geskillt, ich wusste gar nicht was. Hab einfach E gedrückt, weil ich eigentlich was machen wollte, plündern wollte. Malachit, ne Erz, nehmen wir mit. Haben wir auch noch keins.
verrückt, was man hier alles so findet. Das ist schon ziemlich geil, ne? Den Golden Forst haben wir tatsächlich auch noch nicht gefunden. Warum ist da ein X? Hier ist ein Schatz vergraben. Wir benötigen eine Schaufel, um hier zu graben. Echt jetzt? Ich habe keine Schaufel. Und wir haben auch den Zauber markieren nicht. Hm. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Schaufel. Alter. Nein. Was mache ich hier gerade? Genesungstrank. Ich habe ein paar davon weggeschmissen. Ehrlich gesagt. Ist mir egal. Die ganzen Ranzig-Tränke, weil die mir sowieso nicht mehr so viel gebracht haben. Alter. Geisterschwertbär ist schon wieder tot. Ich nehme mal nochmal Mana-Wiederherstellungstrank. Hier noch einen Genesungstrank. Rennen natürlich ein bisschen weg. Wie, was kämpfen die da? Skelette, super. Hallo, wo ist mein Bogen? Da rüstet mein Bogen nicht aus. Mitten kommt natürlich ein Wolf. Und noch ein Verlorener. Meine Fresse. Ich muss gleich Ambrosia trinken. So ziemlich sicher und ich brauche neue Pfeile. Wie viele das waren, vor allem ich bin mitten reingerannt wie ein Ochse, ey. Tja, überall Blut. Hübsch. Hübsche, hübsche. Stimmt, ich habe ja auch geskillt, dass ich mit erhobenen Pfeil schnell laufen kann. Ist das alles? Ist das alles? Ich kann mich hier nicht bewegen. Nicht, dass ihr euch wundert immer. Flieh nicht von mir, Schlumpel. Jetzt geht sie, kommt sie wieder, oder was? Alter! Alter! Da, kann sie wieder haben. Alter. Wie mies war das denn gerade? Also dieser ganze Kampf meine ich jetzt. Echt nervig. Alter. Da fliegt schon alles weg hier. Grimmlichtstollen. Da soll ein Troll drin sein? Hier, wo überall Banditen waren?
Wenn Sie meinen. Okay, gehen wir mal rein. Also gleich. Irgendwas verbessern? Nö, die piräischen Stiefel. Nun dann, in den Grimmlichtstollen hinein. Mal gucken, was uns dort erwartet. Oh, ich habe eine Falle ausgelöst, ohne es zu merken. Irgendjemand schreibt Gag. Der spawnt natürlich Stein. Was ist mit dir los? Greif an! Dankeschön. Also seine Geräusche. Und auch. Wenn er mir nochmal so kommt, der eins auf die Mütze bekommt. Hol ihn mir. Der eins auf die Mütze im Schlummer. Schwere Rüstung. Yay. Zeig mir so viel. Dankeschön. Ich könnte da runterspringen. Aber was würde mir das bringen? Alter, ist das tief. Halbe halbe wäre nur gerecht gewesen. Aber echt. Ich hätte mich dagegen aufgelehnt. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Hä? Hat er gerade mit sich selbst geredet oder hat er mit jemand anderen geredet? Als er in einer Sprachlinie war. Hört sich eher an, als würde er mit jemand anderen reden. Trage jetzt bald ein Messer im Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Alter, wie alle. Da sind mindestens drei Leute. Ruhig, da ist wer. Die haben mich gehört, irgendwie. Frag mich nicht wie. Komisch, dass sie das nie hören. Also kommt, er eins auf die Mütze bekommt. Hol ihn hier im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh, süße, süße Rache. Halt immer genießt. Pack, pack. Da ist er also. Ein Geziemter. Krass. Ich bin runtergefallen. Wo ist mein Bär? Wo ist er hin? Ist das alles? Ist das alles? Du bist ja nicht hier. Alter, dieser Kampf ist so low. Die kommen alle nicht klar wegen der Treppe. Papa hat wieder alles Leben. Weil er fragt mich wie. Geistersperr, Schwarzbär macht Breakdance. Pack, pack ist tot.
Pack-Packs Kopfgeld entgegen. Aua! Ich habe gerade meine Ulti eingesetzt, also meine Zeit anhalten, Mann. Genau in diesem Moment hat sie mir den Kopf gepackt. Sich nicht von Marodeuren berühren lassen. Ich hatte nämlich alles Leben. Ich wollte schon falsch Ding nicht mitnehmen. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer in Waffen. Wo ist mein Bär? Ist mir ernsthaft. Ich finde ihn schon wieder nicht. Alter, hab ich mich erschrocken. Und bitte dahin, wo ich dich rufe, Bär. Mein Bär ist schon wieder nicht da. Doch da. Diese Pfeile sehen auch Hammer aus. Absoluter Hammer. Diese beiden Ultis zusammen. Also mit Feuerpfeil und Dings. Ich kämpfe schon wieder mit alten Eisenpfeilen, weil ich keinen anderen habe. Schön. Speichern. Nemesis-Schuhe. Lustig. Was man die hier findet. Die Nemesis-Ausrüstung sieht ja auch am besten aus, aber irgendwie kriege ich die ja nicht. Beziehungsweise, ich kriege sie ja, aber ich brauche sie ja nicht. Achso, das ist Wasser. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner. Ja, ja, Wasser sieht ja auch sehr furchteinflößend aus. Hallo. Krieger könnten hier vielleicht gar nicht rüber. Dürfte sehr anstrengend sein für die 41 Einzelteile Goldbarren. Hat sich ja richtig gelohnt, rüber zu springen. Noch eine Eispranke. Korb runterkicken und weiter marschieren. Die können ja nicht so gut springen, die Krieger. Alter, mein Bär. Ich glaube, der hasst mich. Er will mich schon wieder runterschmeißen. Ja, ich würde sagen, das mit dem Kopfgeld hat sie erledigt. Wir werden unsere Nordrüstung jetzt weiterfahren. Ja, weil wir ja schon im Düsterfort sind. Eigentlich wollte ich gar nicht so unbedingt hier hin. Hat sich irgendwie so ergeben, dass ich hier hingelatscht bin. Ich wollte eigentlich den Mittelwald ein bisschen mehr erforschen und auf einmal war ich hier. Strange Sache passiert. Naja, ich glaube, wir sehen uns einfach mal im nächsten Part. Bis denn.